Jetzt bin ich fast am höchsten Punkt von Thüringen angekommen. Ich bin heute aufgestanden, komm hier raus und guck mal, wie es hier plötzlich aussieht. Wie im verschneiten Winterwald. So schön. Guten Morgen. Es hat geschneit. Wir haben uns total gefreut heute Nacht. Das ist hier der größte Berg von Thüringen, der große Bärberg. Und hier soll ein wunderschöner Aussichtspunkt sein. Dort gehen wir jetzt hin. Schaut mal, wir sind die Ersten, die heute hier langlaufen. Keine Spuren, außer die von Cassie und meine. Schaut mal, wo ich jetzt angekommen bin. Am höchsten Punkt des Randsteiges. Und Cassie liebt es total hier. Die ströbert hier durch den Schnee. Jetzt sind wir hier am Aussichtspunkt angelangt und ich will euch nicht weiter auf die Folter spannen. Einfach mal hinter mir schauen. Ha! Ja, das ist hier scheinbar nicht so wie in Asien, wo man früh morgens aufstehen muss, um einen wundervollen Sonnenaufgang zu sehen. Hier muss man eher später kommen, sonst ist noch alles in Nebel gehüllt. Hier wurde extra ein Aussichtspunkt errichtet. So, jetzt das Ganze nochmal von oben. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Erstmal. Heute ist Rekordtag. Ich habe sage und schreibe 4 Menschen getroffen. So viel habe ich in 2 Tagen hier noch gar nicht getroffen. Jetzt wandern wir zum Schneekopf. Das ist der höchste Punkt von Thüringen und zwar ist der 1001 Meter hoch. Hier ist übrigens so ein Aktivpark. Wenn man mit Kindern unterwegs ist, ist es ganz nett, glaube ich. Ist nicht so langweilig. Hier vorne kann man zum Beispiel Zapfenzielwurf machen. Ich habe Menschen getroffen. Oh, schaut mal, diese höchsten Thüringer Berge hier, die stecken heute inmitten einer Wolkendunst. Ich hatte vorhin einmal die Sonne gesehen, aber jetzt ist sie wieder verschwunden. Nur Wolken, Wolken, Wolken. Was jetzt hier zum Vorschein kommt, ist die neue Gelberger Hütte. Tada, da ist sie, die neue Gelberger Hütte. 964 Meter über dem Meeresspiegel. Da müssen wir noch ein paar Meter laufen, bis wir oben angekommen sind, auf dem höchsten Punkt von Thüringen. Jetzt bin ich gleich an der höchsten Stelle in Thüringen. Schreibt mir doch mal bitte in die Kommentare, wo ich noch unbedingt mal hinfahren soll, wo es noch sehr sehenswert ist und was ich unbedingt mal gesehen haben muss. Das würde mich freuen, wenn ich Anregungen bekomme. Wir sind angekommen. Thüringens höchstgelegener Aussichtspunkt. Hier ist er. Und da ist das Gipfelkreuz. Glück und viel Segen auf allen Wegen. Denn es ist super, super windig hier oben. Wir haben das Gipfelkreuz erreicht. Und Cassie ist es jetzt langsam auch hier zu kalt hier oben. Sie mag das nicht. Schade, dass wir in der Wolke stecken.